Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Runde von Fear. Ja, hallo und herzlich willkommen. Intervall 07, Umleitung, Flucht. Der 4-1-Agent wurde von Alice Wake getrennt. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist unbekannt und sie reagiert nicht auf Funkkontakte. Interferenzen verhindern die Satellitenaufklärung durch Hannibal 3. Mission, das primäre Missionsziel ist, Alice Wake zu finden und die HLZ für den Evac-Helikopter zu sichern. Ja, ist ein netter Tipp da unten, ja. Ja, sie wurde getrennt. Alma ist im Aufzug erschienen. Also ich glaube nicht, dass der Aufzug so geil aussehen wird, wenn wir den wieder sehen. Aber ja. Da sind sie ja. Hallo. Wie sind wir getrennt worden? Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass der Strom im Aufzug ausgefallen ist. Als nächstes war ich im obersten Geschoss und Sie waren weg. Sie müssen gleich Sichtkontakt zum Evangeli haben. Oh mein Gott! Das ist doch Wahnsinn! Ich warte nicht einfach hier! Mein Vater ist in Gefahr! Ihrem Vater passiert nichts. Um Sie mache ich mir Sorgen. Sie müssen sich beruhigen. Sorry. Miss Hoy! Verdammt, was denken die sich eigentlich? Sie geht zur Tiefgarage. Schneide dir den Weg ab, bevor sie in die Runde geht. Oh, herzlichen Dank, Heli. Schön, dass da so viele Gegner sind, ne? Na toll, das hat sie wieder gut gemacht. Immer diese Zivilisten hier. Die sich selbst in Gefahr bringen. Nicht auf andere schauen. Alter, ich meine, geht's noch? Geht die Musik. Geht's noch ein bisschen mit der Musik, oder? Alter, ernsthaft? Schau, Junge. So, da muss ich wieder rein, war klar. Hier haben sie sich abgeseilt. Lief gut. Ich glaube, das Ganze hat hier angefangen. Ja. Ja, die Fresse. Nein, Scharfschütze bin ich keiner. Echt? Bitte, da hast du deine Hilfe. Fett über den Haufen geschossen, Junge. Klar, die Lifte kann man nicht verwenden. Ich meine, warum auch? Warum sollte man die Lifte verwenden? Man kann auch zu Fuß gehen. Man kann alles zu Fuß gehen. Miss Wade, hören Sie mich? Ja. Was tun Sie da eigentlich? Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Na gut, ich lasse Sie mitkommen, wenn wir Ihren Vater holen. Aber im Moment begeben Sie sich in große Gefahr. Na klar. Und Sie sagten, im Helikopter wäre ich sicher. Diese Soldaten suchen nach Ihnen. Falls die Sie wieder schnappen, wird man Sie verhören. Glauben Sie mir, Ihre Methoden sind höchst unangenehm. Das Risiko gehe ich ein. Ganz schön eigensinnig, was? Ja, ein bisschen schon. Alter, bleib doch da! Naja, egal. Sie haben drei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Harlan Wade. Hey Phil, hier Harlan. Ich bin überzeugt, Genevieve erwägt drastische Maßnahmen, um ihren dürren Arsch zu retten. Ich
sage Ihnen gleich, wenn sich auch nur einer Ihrer kleinen Speichellecker dem Gewölbe nähert, bin ich schweinemäßig sauer. Die hat schon genug Schaden angerichtet, als sie dachte, sie könnte da reinspazieren und nochmal von vorn anfangen. Falls sie zu Ihnen kommt und Hilfe will, sagen Sie ihr, dass wir das Projekt nicht grundlos beendet haben. Nächste Nachricht von Genevieve Aristide. Phil, wie geht es Ihnen? Hier ist Genevieve. Lange nicht bei Maurice gesehen. Wir müssen mal zusammen essen gehen, wenn der Schlamassel geklärt ist. Ach ja, ich müsste Sie da um einen Gefallen bitten. Ich weiß, Sie und Hallam kennen sich schon lange. Vielleicht können Sie ihn ja zur Vernunft bringen. Er verzeiht mir nicht, dass ich diese armen Leute in das Gewölbe geschickt habe. Als wäre ich glücklich über das, was da passiert ist. Ja, es war mein Fehler. Aber warum sollten alle anderen dafür bezahlen? Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Sie ihn zur Vernunft bringen würden. Nächste Nachricht von Genevieve Aristide. Hi, Genevieve hier. Es ist ja so, dass die Origin-Anlage schon lange vor diesem Zwischenfall ein Risiko darstellte. Ich wollte nur ein altes Problem bereinigen. Ich hatte gehofft, wir könnten die Anlage renovieren, aber die Risiken sind eindeutig inakzeptabel. Daher denke ich, wir müssen sie vollständig zerstören. Falls Sie einen besseren Vorschlag haben, raus damit. Aber in der Zwischenzeit muss ich eine Firma retten. Ende ja, nicht der mal. Nachrichten. Besseren Vorschlag habe ich nicht. Okay. Sorry, ich hatte gerade einen Zauberwürfel in der Hand. Es ging um... etwas Unnötiges. Mehr Gesundheit nehme ich immer gerne. Dankeschön. So, die Alte kam von da, lief da oben lang. Hier war ich schon drinnen. Da unten kann ich noch. Da muss ich sogar lang. Ich meine, drei Nachrichten, nicht hallo? Da ist schon wieder dieses komische Licht. Ah, Notebook. Ich habe noch ein paar Infos über Origin gefunden. Die Prototypen wurden aus einer genetischen Referenz erschaffen. Das ist wohl ein anderes Wort für die DNS von jemandem. Nichts deutet darauf hin, wer der Glückliche gewesen ist. Ich vermute aber, es war Harlan Wade, da er das Programm begonnen hat. Ja, vermutlich. Gut möglich. Gegen Drucker. Na, die dafür brauche ich nicht. Speichern. Ich hasse es. Jetzt wird mal kurz entspannt, Jungs. Hey. Wir sind hier nicht bei Star Wars oder so. Wann geht's noch? Jetzt ausnahmsweise nicht da raus. Ich werde noch aggressiv bei denen. Die sind heftig. Also ich würde da gerne rausgehen, ja. Vorsichtig. Wir wollen nicht rausfallen. Oh, rein da. So.
Immer wieder schön zumachen hier, die Türen. So. Ach so. Klar. Nimm die Tür. Nee, Fenster. Ich bin ein Ninja. Also, eigentlich bin ich ein 4-Einsatzagent, aber... Ah, mein Hobby ist Ninja. Mein Zweitberuf, mit dem ich denn... mit dem ich meine Brötchen verdiene, ist Ninja. Die Dinger nerven. Und warum zum Teufel muss ich immer weiter hochgehen, während die andere... Warum muss ich immer weiter hochgehen, wenn die andere eigentlich runtergeht zu der Garage? Mhm. Bedrohung am Arsch. Mhm. Ihr würdet mich gerne treffen, ne? Haben sie ein paar nervige Gegner ausgegraben. Muss ich schon zugeben. Hier ist ein Roboterteil. Ich dachte, das ist die Hand von dem. Puh. Von offizieller Seite wurde bestätigt, dass ein Black Hawk Hubschrauber der US-Streitkräfte abgeschossen wurde. Der Hubschrauber, der im Hintergrund zu hören ist, gehört offenbar nicht dem US-Militär, sondern den geheimnisvollen Angreifern, die das Hauptquartier von Armacom am frühen Abend überfallen haben. Vor wenigen Augenblicken erst haben wir Leuchtspurgeschosse und mehrere laute Explosionen wahrgenommen. Mhm. Informationen über Opfer wurden noch nicht veröffentlicht. So, damit auch ja still ist. Die Frage ist... Wo muss ich jetzt hin? Hier geht's nirgends lang. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass ich da runter muss. Nope. Ja, eh. Da kam ich ja her. Das wäre sinnlos. Ich meine, da bin ich schon ganz oben, also... Okay. Hier lief ich lang. Hier lang. Hier ist ein verschlossenes Tor. Hier kann ich nirgends hin. Da drüben kam ich her. Ah! Da ist eine Tür, natürlich. Die sollte man natürlich auch sehen. Auf zu wackeln. In den Fuß und er hat getanzt. Er hat getanzt, der Freund hat getanzt. So, ich brauche bald einen Muni. Geht echt die Munition aus. Schon langsam. Wusste ich doch.
So. Natürlich kann ich hier nicht ganz runter in die Garage, das ist klar. Das ist hier 8 Schuss und hier habe ich auch noch ein bisschen was. Ich hätte nur die Shotgun behalten. Sie haben 2 neue Nachrichten. Erste Nachricht von Harlan Wade. Genevieve, Harlan Wade hier. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Als erstes, maßen Sie sich nicht an, meine Gefühle zu kennen. Das ist beleidigend. Und verschonen Sie mich mit Phrasen wie die Toten begraben. Sie sind kein Seelenklempner. Fakt ist, wir wären nicht in dieser Situation, wenn Sie auf mich gehört hätten. Und jetzt wollen Sie sich Ihr Grab noch tiefer graben. Irgendwann graben Sie sich runter in die Hölle. Nächste Nachricht von Phil Vecchio. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Genevieve. Harlan will damit wohl andeuten, dass wir nichts Unüberlegtes tun sollen. Ich weiß ja, dass wir unter Zeitdruck stehen, aber wir müssen strategisch denken. Angesichts der Ereignisse erscheint es mir eine fragwürdige Entscheidung, das Gewölbe wieder zu öffnen. Wahrscheinlich gießen wir damit nur Öl ins Feuer. Ende der Nachrichten. Was ich ganz witzig finde, ist, alle sagen zu ihm Harlan, aber wenn, also Harlan, aber wenn er sich meldet, sagt natürlich Harlan Wade, ist klar, weil er heißt ja Harlan Wade und nicht Harlan Wade. Das ist ja ein englischer Name, weil sonst müsste ich ihn ja eigentlich auch Harlan Wade nennen, ja. Deutsche Übersetzung halt. Sehe nichts. Oh, da ist zwar eine Granate. Alter. Wollte der. Ah! Okay, ich dachte gerade, ob sich hier eine Granate angezündet hat, aber. Ich hab dahinter da. Den da erwischt. Ja, ganz nett. Ganz nett. So, ein bisschen mehr Munition wenigstens wieder. Ein bisschen mehr. Da, 36. Aber der hat eh keine Hand mehr. Die Frage ist, wo die hin ist. Ich glaube, die ist... Alter. Das ist schon ein geiler Move. Das dachte ich mir. Ich sehe halt einfach gar nichts, ne? So ein bisschen scheiße ist. Hallo, Schätzchen. Ich könnte schwören, dass hier noch ein dritter war. Der könnte aber natürlich durch die Granate gestorben sein. Das ist schwer zu sagen. Also Vettel wurde nicht aus Harlan Wades DNS gemacht. In einer E-Mail von Wade heißt es, das Subjekt läge in einem künstlichen Koma. Die Clowns der ATC Security haben Bishop getötet, damit nichts nach draußen dringt. Ethisch fragwürdige genetische Experimente scheinen ihnen keine Schlafmuster.
Ich weiß auch was, aber... So. Licht eingeschalten. Nagelpistole, speichern. Hallo, Lift? Ah, Gott sei Dank. Runtergelaufen und jetzt muss ich wieder hochlatschen. Meine Fresse, die Alte geht mir echt im Sack. Das ist ja... Und Garagen sind ja auch überhaupt nicht creepy. Weißt du, jetzt kann ich wieder aufs Dach der Garage latschen. Der ist tot. Er hat zumindest ein Geräusch gemacht, als wäre er tot. Oh yeah. Hammergeile Mucke. Wahnsinn. Passt super. Hey, ja. Weißt du was? Wir spielen jetzt mit Shotgun. So sieht's aus. Hand! Wem fehlt die? Dem hier nämlich nicht. Ah, dem. Der Handloser. Sturmgewehr. Da ist wieder so eine ATC-Security. Die können ja extrem viel. Das hey, da! Du kannst mich gar nicht sehen. Na endlich. Du weißt schon, dass ich dich sehe im Schatten, oder? Vollidiot. Okay, das sind eh nur gepanzerte Typen eigentlich. Mehr ist das eh nicht. Das sind keine Roboter, keine richtigen. Ich meine, es gibt schon Roboter. Also, wir haben ja schon Roboter gesehen. Also, geben tut's welche. Also, keine Granaten mehr. Das gefällt mir gar nicht. Ja, das ist diesen Scheiß. So, 5. Also, F5, so. Natürlich nur für autorisiertes Personal. Sie nichts abgekriegt haben. Leute, ihr könnt später walzen. Bringt mir diesen Vogel in die Luft. Natürlich.
So, ah, sehr schön. Intervall 080. Ich weiß gar nicht, wie viele Gebiete, wie viele Dings es gibt, aber ein paar gibt's. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von 4 wieder. Ciao, bis dann und viel Spaß.